Drei Dinge, die ich gerne gewusst hätte, bevor ich mit Amazon FBA gestartet habe. Es ist ja so, wenn du ein neues Projekt startest, wenn du irgendwie was Neues anfängst, dann weißt du eigentlich nicht wirklich, was auf dich zukommt. Du kannst ja nur darauf vertrauen, was irgendwie Leute dir sagen. Und deswegen möchte ich dir meine besten Erkenntnisse mitgeben aus mittlerweile über 6 Jahren Onlinehandel mit hunderten von Produkten, die live gebracht wurden, die ich begleiten durfte, die ich irgendwie betreut habe oder auch selber einfach online gebracht habe. Da gibt es einiges, was sehr, sehr wenig hier auf YouTube erwähnt wird, teilweise komplett außer Acht gelassen wird. Und das möchte ich dir unbedingt sagen, weil diese drei Dinge dafür gesorgt haben, dass es bei mir deutlich länger gebraucht hat und es mir auch teilweise viel schwieriger gemacht hat, als eigentlich notwendig. Im Endeffekt möchtest du ja den schnellstmöglichen und bestmöglichen Start hinlegen. Deswegen bleib unbedingt bis zum Ende des Videos dran. Ich bin mir sicher, dass du einiges mitnehmen wirst. Ich würde sagen, damit fangen wir auch direkt mal an mit dem ersten Learning, mit der ersten Erkenntnis. Und das ist, dass es tatsächlich sicherer ist, mit 5.000, 7.000 oder 10.000 Euro zu starten, als mit 1.000 Euro. Ich war damals zum Beispiel so gestrickt, ich war Student, ich war im Studentenwohnheim, ich habe nebenbei bei DPD gearbeitet, so bin ich überhaupt noch erst auf den Gedanken gekommen, über Amazon zu verkaufen. Und ich dachte mir, okay, ich nehme jetzt mal so ein bisschen Geld, das, was ich halt habe, und ich starte dann so schnell wie möglich. Ich war schon immer jemand, der Dinge schnell machen wollte. Ungeduld ist als Unternehmer irgendwo eine Stärke, aber teilweise auch eine Schwäche. Und dieses Kapital hat mich halt stark limitiert. Ich konnte nur eine bestimmte Produktauswahl nehmen, weil ich halt nur Kapital hatte für bestimmte Produkte. Und musste dann auch sparen bei den Fotos. Habe teilweise sogar Fotos mit meinem eigenen Handy gemacht. Habe die da auf so einen Stuhl gelegt, habe ein weißes Blatt dahinter gelegt, das so leicht gebogen ist. Habe ich da ein YouTube-Tutorial zugeguckt und musste alles so semi-professionell machen. Und jetzt kommt das Problem. Wenn du Dinge so semi-professionell machst, dann kann es halt sein, dass es genau deswegen scheitert. Weil wenn dein Wettbewerb es sehr, sehr professionell macht und du aber halt nur Halbgas gibst, dann kann es halt sein, dass ein Kunde, ein neutraler, egoistischer Kunde, wie das jeder von uns ist, ich ja auch, du wahrscheinlich auch, wenn du auf Amazon gehst, der guckt dann und denkt sich, hey, bei dem Produkt kriege ich das meiste für mein Geld. Und wenn dein Produkt minderwertige Qualität hat, weil du sie nicht hochwertig einkaufen konntest oder auch einfach schlechtes Marketing hat, weil du es nicht richtig vermarkten konntest, weil du nicht die finanziellen Möglichkeiten dazu hattest, dann kann es sein, dass genau deswegen dein Projekt dann scheitert und du aber denkst, ah, das Geschäftsmodell funktioniert nicht, 1.000 Euro verloren, was für ein Müll. Aber wärst du es richtig angegangen, hättest du deine Nische dominiert. Das ist mein erstes großes Learning, was ich auch wirklich jedem mitgebe. Du startest hier ein Unternehmen, das ist keine Kleinigkeit. Amazon ist der größte Marktplatz, den wir in Deutschland haben. Das ist etwas, was man ernst nehmen sollte. Und wenn du es machst, dann mach es richtig. Versuch hier nicht irgendwie halbe Sachen zu machen. Das zweite ist, und das klingt schon fast widersprüchlich, aber Wissen und Strategien sind wichtiger als Kapital. Warum sage ich das? Ich habe selbst mehr als 30.000 Euro, wahrscheinlich sogar mehr als 50.000 Euro, wirklich exzessiv verbrannt. Also nicht nur so kleinere Fehler, sondern wirklich katastrophale Fehler, wo Kapital wirklich komplett verloren gegangen ist, weil ich Dinge gar nicht wusste oder weil ich Dinge falsch verstanden habe, weil ich halt einfach nicht das richtige Wissen hatte. Und da habe ich gemerkt, okay, nur Kapital ist es auch nicht. Andersrum habe ich aber auch mit fast gar kein Kapital später sehr, sehr gute Geschäfte machen können und rein aus meinem Wissen und dem richtigen Anwenden und dem richtigen Partner, sage ich mal, zum Beispiel großen Herstellern, sehr, sehr viel Geld schon machen können. Und genau das ist nämlich die Kombi. Also du brauchst das richtige Wissen, weil wenn du jetzt, sagen wir, du hast 50.000 Euro, was locker reicht, um richtig gut auf Amazon durchstarten zu können, aber du hast keine Ahnung, in welche Produkte du das investieren solltest und du hast dann auch keine Ahnung, wenn du diese Produkte hast, wie du sie richtig an den Mann bringst, dann wird es absolut nichts bringen. Es wird dich nicht nach vorne bringen, dein Kapital wird dich dort nicht irgendwie retten, sondern du wirst einfach nur extrem ineffizient mit deinem Geld umgehen, du wirst einfach extrem viel Geld verbrennen und da ist das Risiko dann wieder sogar größer. Das heißt, mit 1.000 Euro starten ist nicht die richtige Option, mit 50.000 Euro und ohne irgendeinen Plan zu starten ist aber auch nicht richtig, denn es erhöht einfach nur das Risiko, mit viel Kapital dumm umzugehen. Und mittlerweile ist das sogar dringender denn je, denn als ich angefangen habe vor 6 Jahren, war Amazon FBA noch relativ simpel. Mittlerweile hat sich Amazon sehr stark weiterentwickelt und das ist gut so. Denn für die Lernwilligen unter uns, für die, die bereit sind, in sich selbst zu investieren und immer über sich hinauszuwachsen, ist das eine der größten Chancen. Aber für alle, die denken, ey, ich mache das so Larifari-mäßig und so nebenbei, du wirst halt einfach nicht auf dem neuesten Stand sein und du wirst auf Amazon nicht durchziehen können. Du musst bereit sein, wirklich gut in dich zu investieren. Das dritte Learning, was jetzt bei mir einfach sehr persönlich war, ist, du musst verstehen, dass du hier ein Unternehmen gründest. Das ist ein großer Schritt. Das ist ein Schritt, den machen Leute eigentlich richtig 1, 2, 3, 4, 5 Mal in der Regel vielleicht. Also wenn du mehrere Unternehmen gründest. Und die meisten machen ihn eigentlich einmal. Das ist eine berufliche Umorientierung.
Du wählst dir deinen Beruf sehr bewusst aus. Deine Selbstständigkeit solltest du mindestens genauso bewusst wählen. Das heißt, wenn du sagst, ey, das ist ein geiles Geschäftsmodell, ich möchte hier starten, dann mach es richtig und beschäftige dich aber auch mit allem, was irgendwie dazugehört. Du wirst dich mit Steuern beschäftigen müssen. Du wirst dich mit Versicherung beschäftigen müssen. Du wirst dich mit Auszahlung aus deinem Unternehmen beschäftigen müssen. Und das ist einfach ein extrem breites Feld, extrem viel Wissen, was du da haben musst. Und du hast halt mehrere Optionen. Also du kannst jahrelang studieren. Du kannst aus deinen Fehlern lernen, so wie ich das gemacht habe. Oder, und da kommt jetzt meine Einladung an dich, du kannst zum Beispiel auf so ein Event kommen, bei uns, die Online-Handel-Offensive. Das ist hier in unserem Büro im Herzen von Hamburg. Und dort kannst du auf ein Event gehen und in dein Wissen investieren. Denn im Endeffekt ist es so, du hast die Wahl, auf welchem Wissensstand du bist. Jetzt gerade bist du da, wo du bist. Und du kannst entscheiden, weiß ich in einem Jahr alles über dieses Thema oder bin ich in einem Jahr ein Anfänger, ein bisschen mehr Erfahrung und der ein bisschen Geld verloren hat und ein bisschen was probiert hat. Wir haben extrem geile Unternehmer bei uns im Mentoring, bei uns in der Community, die innerhalb von 13 Monaten wirklich die erste Million geknackt haben. Wir haben sehr, sehr viele Leute, die innerhalb von 1, 2, 3 Jahren sich was Cooles aufgebaut haben. Entweder ein zweites Standbein oder auch einfach ein Unternehmen, wo sie dann Vollzeit in die Selbstständigkeit gegangen sind. Aber das kommt nicht von nichts. Das kommt daher, dass diese Leute extrem lernwillig waren, dass diese Leute ihr Ego ganz weit nach hinten gestellt haben und gesagt haben, ich höre jetzt einfach mal zu. Ich habe keine Ahnung davon, ich will alles lernen, also höre ich einfach nur zu und vertraue auch auf das Wissen, was ich hier kriege. Und dann aber auch richtig umgesetzt haben. Die haben sich richtig vorbereitet, haben sich das richtige Wissen geholt und haben dann richtig umgesetzt. Und wenn du das so angehst, dann kann ich dir sagen, dann kann es extrem gut werden. Weil das Geschäftsmodell ist geil, du kaufst Ware ein, du bist auf dem größten Marktplatz. Amazon hat über 20 Millionen Prime-Kunden, ist immer, je nach Monat, eine der 4., 5., 6. meistbesuchten Webseiten im deutschsprachigen Raum mit Leuten, die einkaufen wollen. Das ist eine riesige Chance, aber du musst sie auch nutzen. Wenn du sagst, okay, das hört sich cool an, wie gesagt, das hier ist unser Event, kannst einfach auf die Website gehen, onlinehandeloffensive.de. Dort kannst du dir ein Ticket sichern, wir haben mehrere Events im Jahr, aber du weißt auch, wir sind hier in unserem Büro. Das ist keine riesige Halle, es ist keine Massenabfertigung, sondern die Tickets sind natürlich limitiert, einfach aus Platzgründen. Aber wenn du denkst, dass das Richtige für dich ist, du bist herzlich eingeladen. Mein Name ist Kieran Sell, ich wünsche dir alles Gute, mach's gut, ciao, ciao.